In den letzten Monaten kommt es immer wieder zu Vorfällen in österreichischen Städten und da vor allem in Wien in Zusammenhang mit Gewalt und oft auch Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum. Und da passiert es natürlich am häufigsten in öffentlichen Verkehrsmitteln, denn nur hier kommen auf engstem Raum fremde Menschen zusammen und in Kontakt miteinander. In einer U-Bahn-Garnitur kommt es zum Beispiel zu einem Streit zwischen zwei jungen Männern und eine junge Ägypterin fasst sich ein Herz und möchte diesen Streit schlichten. Allerdings bezahlt sie das bitter. Ein anderer Vorfall, eine junge Frau verteidigt ihre Mutter, ist eine Türkin und wird von einem 55-jährigen Mann ins Gesicht geboxt, ganz brutal und hat dann auch eine ziemliche Verletzung im Gesichtsbereich davongetragen. Oder auch ein Fall oder immer wieder Fälle, wo junge Männer in den U-Bahnen Messer zücken, weil sie sich bedroht fühlen oder weil sie aggressiv sind oder sich provoziert fühlen. Auch da passiert ein ähnlicher Fall vor kurzem in der Längenfeldgasse und ein 20-Jähriger zückt hier das Messer und dann wird doch die Polizei gerufen und er abgeführt. Er war offensichtlich unter Drogeneinfluss oder betrunken. Wir haben mit der Polizei gesprochen, was es mit diesen Fällen hier auf sich hat. Frau Steiner, in dem Fall, wo eine junge Ägypterin in der U-Bahn einen Streit schlichten wollte, da ist ja für Sie sehr recht übel ausgegangen. Nach ersten Angaben wissen wir, dass es zwischen zwei Männern zu einem Streit gekommen ist, dass dann die junge Frau Zivilcourage beweisen wollte, dazwischen ging, um den Streit zu schlichten und dabei wurde sie dann von dem Beschuldigten gestoßen und ist in weiterer Folge zu Boden gefallen. Warum waren die Männer oder war der eine Mann so aggressiv? Wissen Sie da schon etwas? Es dürfte sich hier um einen Streit handeln, der daraufhin entstanden ist, dass es hier beim Ein- bzw. Aussteigen in die U-Bahn-Garnitur zu einer Drängerei gekommen ist. Und wie geht es der jungen Frau jetzt? Was ist ihr genau passiert oder wie geht es ihr jetzt? Die junge Frau wurde am Vorfallsort selbst noch erst versorgt und ist dann in weiterer Folge in ein Krankenhaus gekommen. Was ist der Ermittlungsstand in diesem Fall in der Längenfeldgasse, wo der junge Mann mit einem Messer hantiert hat? Wissen Sie da etwas Genaueres? Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen. Es hat sich so zugetragen, dass der Mann in die U-Bahn-Garnitur eingestiegen ist, sich durch einen anderen Fahrgast provoziert gefühlt hat und diesen dann mit einem Messer bedroht hat. Ein 22-jähriger Mann hat ja mehrmals versucht, Frauen zu vergewaltigen, zum Teil auch im U-Bahn-Nahbereich. Der Mann wurde jetzt festgenommen. Ja, dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, dass er in 4 Fällen Frauen sexuell belästigt hat, in einem Fall versucht hat, eine Frau zu vergewaltigen. Es ist uns jetzt gelungen, anhand der Medienberichterstattung den Mann festzunehmen. Er hat sich am 24. von selbst gestellt und ist auf eine Polizeiinspektion in Wien gekommen. Die Polizei, die hat also sehr viel zu tun. Wir haben uns aber natürlich auch bei den Wiener und Wienerinnen und den Menschen, die hier im öffentlichen Raum unterwegs sind, umgehört. Vor allem bei den Frauen, wie sie sich angesichts des Ansteigens solcher Fälle fühlen, ob sie Angst haben. Hören wir uns mal an, was sie zu sagen haben. Angesichts dieser Vorfälle, über die man jetzt immer hört, immer öfter hört, fühlen Sie sich da noch sicher in den Öffis? Also prinzipiell fühle ich mich schon sicher, gerade wenn ich Sicherheitskräfte sehe, das gibt mir so ein Gefühl der Sicherheit. Ich meine, die Vorfälle schrecken mich, aber an sich fühle ich mich nicht unsicher. Also ich finde so unterm Tag, wenn es hell ist, fühlt man sich schon sicher, weil da hat man irgendwo immer wen, wo man Hilfe schreien kann, aber wenn man jetzt wirklich ganz allein in der Nacht irgendwo umhergeht, als Frau allein, fühlt man sich schon unwohler, wie jetzt vor 3-4 Jahren, sage ich mal. Wie man also den Aussagen der meisten Frauen entnehmen kann, haben sie nicht unbedingt Angst, aber sie fühlen sich sehr wohl etwas unbehaglich und die meisten würden sich besser fühlen, wenn es eben mehr Sicherheitskräfte gibt, vor allem eben sichtbar mehr Sicherheitskräfte. Und auch bei der Polizei hat man jetzt festgestellt, dass die Erhöhung der Videoüberwachung hier sehr wohl Früchte trägt und dazu beiträgt, vielleicht auch in Zukunft, dass solche Vorfälle vielleicht weniger passieren.